Schon sehr bald ist alles unter Dach und Fach. Am Montag fand auf dem Gelände der WEMAG AG in Schwerin die Grundsteinlegung für eine zentrale Netzleitstelle statt. Mit deren Inbetriebnahme 2016 wird das gesamte Netz der WEMAG in Westmecklenburg, der Prignitz und in Teilen Niedersachsens von der Zentrale in der Mecklenburger Landeshauptstadt gesteuert. Seit 2007 liegt die Schaltzentrale des überregionalen Energieversorgers in den Händen eines dritten Anbieters in Hamburg. In 2 Jahren soll die Verlegung komplett abgeschlossen werden. Ja, wir wollen ja hier eine eigene Netzleitstelle errichten und mit dieser Netzleitstelle können wir die Steuerung unseres Netzes selbst übernehmen. Und das ist so wichtig, weil in Zukunft ein sehr hoher Anteil erneuerbarer Energien in unserem Netz sein wird. Dadurch wird der Netzbetrieb sehr veränderbar, sehr volatil. Und wenn wir die Kompetenz im eigenen Hause haben, dann können wir ganz gezielt darauf Einfluss nehmen, wie unser Netz betrieben und gesteuert werden soll. Neben der Netzleitstelle wird am Obertrietenring in Schwerin auch ein Bürogebäude errichtet. Hier sollen 11 neue Arbeitsplätze entstehen.